Hallo Frau Fellner, schön, dass Sie kommen konnten. Ja, vielen Dank, Frau Olbach. Auch an einem Strang ziehen, das ist die Kampagne der Stadtwerke. Ausbildungsberufe haben Zukunft. Was für einen Ausbildungsberuf, welche Ausbildungsberufe kann ich denn bei Ihnen erlernen? Ja, auch für uns ganz wichtig, Ausbildung, auch in Zukunft. Wir haben ein buntes Portfolio an Ausbildungsberufen, 11 Stück an der Zahl, sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich. Also wir decken beide Sparten ab und ermöglichen, wir versuchen den Schülern so viel Variation wie möglich einfach zu geben. Aber es ist gleichzeitig so, dass Bewerbungen fehlen für einige Ausbildungsberufe. Sie gehen aktiv an Schulen, auch um das attraktiv zu machen, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, Ausbildung hat Zukunft, ein Ausbildungsberuf von Mechatroniker bis hier im Bäderbereich. Genau, also wir haben auch spezielle Ausbildungsberufe, die jetzt vielleicht nicht alltäglich sind, zum Beispiel den Fachangestellten für Bäderbetriebe. Deswegen ist es uns besonders wichtig, einfach auch in Schulen zu gehen und einfach das Verständnis zu stärken, was macht der Ausbildungsberuf überhaupt, bin ich vielleicht geeignet dafür, habe ich Potenzial, was in mir steckt, was ich noch gar nicht erfahren oder entdeckt habe. Also wir müssen noch mehr tun. Ich sage mal, das duale Ausbildungssystem ist das Beste weltweit und das gilt es weiter zu stärken. Und das ist auch die Aufgabe der Politik, dass wir Fachkräfte gewinnen für die wichtigen Bereiche. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Rundgang hier, schauen uns das an. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke, Frau Olbach. Gerne.